gehen davon aus, dass sich das Klima wird verändern wird. Das hat einen Einfluss darauf, wie viel Wasser ins Gewässer kommt, wie schnell das kommt. Wir schauen auch an, was das für Auswirkungen auf die Wassertemperatur hat. Weil all das sind wichtige Einflussgrößen, die für Wasserpflanzen und Tiere im Wasser leben, sei das Fisch, sei das Insekten, eine wichtige Rolle spielt. Was man ja über die letzten Jahrzehnte beobachtet, ist ein relativ starkes Wachstum der Siedlungsfläche. Und das bedeutet, wir haben mehr Flächen, die versiegelt sind. Das führt dazu, dass von diesen Flächen das Wasser schneller abfließt. Auf der anderen Seite kann das belastet sein mit Schadstoff. Also das Ziel des Projekts ist ja, in die Zukunft rauszuschauen. Und wenn man das machen will, braucht man eine mathematische Beschreibung schlussendlich, wo man gewisse Aussagen machen kann, wie sich das Gewässer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln könnte.